Hallo zusammen. Dieser Vortrag wurde im November 2020 im Rahmen der Online-Vortragsreihe der Deutschen Kakteengesellschaft gehalten und für unseren YouTube-Kanal noch einmal aufgezeichnet. Wir beschäftigen uns inzwischen seit über 35 Jahren mit der Gattung Echinocereus und haben zahlreiche Reisen nach Mexiko und USA unternommen, um die Pflanzen an ihren natürlichen Standorten zu besuchen, zu fotografieren und zu dokumentieren. Ein großes Interesse haben wir dabei an den Arten innerhalb der Gattung Echinocereus mit einem gewissen Hang zu einer Varianz in der Blütenfarbe gefunden. So waren es anfangs die Pectinaten, danach kam Dacia Candus und Exloidi dazu und in den letzten Jahren noch die buntblühenden Formen von Echinocereus moyavensis. Beginnen wir kurz mit den Erstbeschreibungen. Links sehen wir Echinocereus dacia candus am Typstandort und die Zeichnung der Erstbeschreibung von 1848. Der Typstandort liegt bei El Paso in West Texas. Dort gibt es typischerweise überwiegend gelbblühende dacia candus im Gegensatz zu den vorherrschenden Farben, die wir im Pecos County finden. Echinocereus lloydi wurde 1909 entdeckt und 1922 beschrieben. Der Typstandort nahe Tuna Springs war nie wirklich auf Karten verzeichnet. Viele verbinden heute mit dem Typstandort eigentlich das Vorhandensein von einer Ranch in Pecos County. Der eigentliche Typstand liegt aber jedoch abseits auf Privatland, auf einer ehemaligen Postkutschenroute. Und aktuell wird lloydi als Hybride zwischen Dacia candus und Coccineus substrat Cyspinus geführt. Vergleicht man die beiden Standardbilder hier, erkennt man schon die unterschiedlichen Merkmale. Dacia candus ist feiner betternd, hat mehr Mittel- und Randdornen, deutlich mehr Rippen und größere und weiter geöffnete Blüten. Deutlicher sieht man den Unterschied in der Bedornung, wenn man sich die einzelnen Dornenpolster, wie hier, im Vergleich ansieht. Bei den Blüten ist der Unterschied auf den Habarbelägen jetzt schon schwieriger zu erkennen. Bei den Samen ist ohne erhebliche Vergrößerung, sagen wir im ersten Blick, kein relevanter Unterschied erkennbar. Kommen wir zu Texas, zu dem Bundesstaat, wo wir heute hinreisen. Die Vereinigten Staaten von Amerika ist letztendlich ein riesiges Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, also rund das Vierfache von Deutschland. Wir wollen uns heute jedoch auf den Bundesstaat Texas, hier rot eingefärbt, konzentrieren. Texas ist ein relativ großer Bundesstaat im Süden der USA und ist flächenmäßig mit knapp 700.000 Quadratkilometer fast doppelt so groß wie Deutschland mit gerade mal 357.000 Quadratkilometer. Texas lässt sich grundsätzlich in drei verschiedene Klimazonen unterteilen. Eine vom trockenen Kontinentalklima bestimmte Zone im Westen, eine subtropische Zone im Süden und eine maritime bis gemäßigt subtropische Zone im Osten. Der überwiegende Teil der Echinocereen wächst übrigens im westlichen Teil des Staates, wo auch wir heute davon berichten. Die Einwohnerzahl von Texas liegt jedoch nur bei rund 29 Millionen. Davon wohnt knapp die Hälfte in den Großstädten Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth und El Paso. Also in Summe eine sehr geringe Bevölkerungsdichte am Land in der Konsequenz. Texas, wie man hier auf dem Bild sieht, ist in 254 Counties eingeteilt, eine Art Landkreis. In dem Vortrag heute reisen wir in den Pecos County, auch hier wiederum in Rot eingefärbt. Die Gesamtbevölkerung des Pecos County lag im Jahr 2018 bei gerade mal 15.700 Bewohnern, bei einer Fläche von über 12.000 Quadratkilometern, also rund 1,3 Einwohner pro Quadratkilometer, also faktisch gerade einmal 0,05% der Gesamtbevölkerung von Texas. Entsprechend weitläufig sind die Landschaften.
ohne bewohnte Areale zu sehen, werfen wir jetzt mal einen Blick aus der Luft drauf. Das Bild stammt von einer Aufnahme von unserer Drohne, die wir auf unseren Reisen seit ein paar Jahren immer mit dabei haben. Die Landschaft ist geprägt von leichteren Hügeln, vereinzelten grünen Zonen, wird durchzogen von vielen Feldwegen, die als Verbindung für die einzelnen Ranches dienen. Ebenso typisch sind die tafelartigen Berge hier am Horizont zu erkennen. Die meisten Flächen in Texas und auch in Pecos County sind Privat- oder Universitätsland. Die Eigentümer und Pächter ziehen wegen der Viehzucht, die dort betrieben wird, nahezu um alle Gebiete einen Zaun. Das Betreten dieser Fläche sollte man nicht ohne Erlaubnis riskieren. Wir haben in den letzten knapp 15 Jahren ein relativ gutes Netzwerk an Freunden aufgebaut und so Gott sei Dank inzwischen Zutritt zu den meisten Gebieten erhalten. Und nur deshalb war es uns auch möglich, ohne jede Hast die Schönheit der doch kargen Landschaft in aller Ruhe zu untersuchen. Gehen wir wieder zurück auf den Boden. Auf dem Bild sieht man den typischen Bewuchs in der Region mit kleinen Büschen, vereinzelte Opuntien und stacheligem Gestrüpp. In manchen Bereichen herrschen auch steinigere Hänge vor, die trotz der optisch ansprechenden Landschaft oft nur weniger Kakteen beheimaten können. Also es täuscht oft mal drüber hinweg, wie schön das ausschaut, was wirklich dann auch im Endeffekt dort an Pflanzen vorzufinden ist. Manche jedoch, wie wir jetzt hier auf dem Bild dann sehen, sind geradezu überbevölkert mit Kakteen und anderen Pflanzen. An solchen Ecken findet man dann häufiger eine große Anzahl von Echinacea stramineus in den Bereichen mit ihren schönen bedornten Polstern und natürlich auch den leuchtenden Blüten. In den flachen, angrenzenden, buschigen Bereichen, die man rechts hier sieht, nimmt die Pflanzenvielfalt dann wieder deutlich ab und es sind vor allem deutlich weniger Sukkulenten zu finden. Wir sehen hier einen Ausschnitt einer historischen Karte von Texas, noch zu Zeiten, in denen zwischen den einzelnen Ortschaften mit Pferdekutschen verkehrt wurde. Die Karte war der eigentliche Anknüpfpunkt unserer vielen Reisen in die Region. In Summe haben wir dort rund 11 Wochen während 7 verschiedener Reisen verbracht und sprichwörtlich Stein für Stein umgedreht. Jede gefundene Pflanze wurde mit GPS-Koordinaten festgehalten, um später auch alle Daten mittels eigen erstellter Datenbanken oder einem GIS-System, also einem Geographic Information System, entsprechend auswerten zu können. Zur Einordnung der Lage unseres Untersuchungsgebietes. Nordwestlich bei El Paso liegt der Typstandort von Echinacea ostracea canthus, den wir zu Beginn noch mal kurz gesehen haben. Östlich von Fort Stockton der Typstandort von Echinacea lloydi. Im angrenzenden Crockett County ein paar wunderschöne Standorte von Echinacea ostracea canthus subspez crockettianus. Ja, und schließlich mitten drin unser Untersuchungsgebiet der letzten Jahre. Zum Größenverhältnis, der Kreis umfasst eine Fläche von etwa 400 Quadratkilometer. Die Ausdehnung von West nach Ost beträgt rund 26 Kilometer, von Nord nach Süd rund 16 Kilometer. Die Höhenlagen in dem Gebiet variieren von rund 750 Meter bis zu 1010 Meter. Bezogen auf den soeben gesehenen Kreis, also die markierte Fläche, sieht man auf diesem GIS-Auszug die Verbreitung der einzelnen Arten. Dunklere Farbpunkte zeigen eine höhere Anzahl von vorkommenden Pflanzen auf, also eine höhere Pflanzendichte. Und die kann von Region zu Region oder von verschiedenen Punkten von 2,5 bis zu 40 Individuen pro 100 Quadratmeter gehen. Es gibt, wie man sieht, einige Überschneidungspunkte von Dacia canthus und lloydi. Der zweite Elternteil, der hybride lloydi, kommt ja in dichten Populationen eigentlich nur noch im Süden vor, hier markiert mit einem grünen Punkt.
Grundsätzlich überschneiden sich beide Pflanzen, also da ist ja Acanthus und Leudi mehr oder weniger auch in ihren Blütenzeiten, auch heute noch. Dargestellt ist hier der Beginn und der Ende, die Endezeitpunkte der einzelnen Blütenphasen sowie die Hauptblütenphase in der Mitte über einen Verlauf von 6 Jahren. Man kann relativ deutlich erkennen, dass eine weitere Hybridisierung von Dacia Acanthus und Leudi, also in den Gebieten mit Überschneidung, sehr wahrscheinlich ist und auch zukünftig noch passieren wird. Aktuell lassen sich beide Spezies, oder das eine ist eine Hybride, aber immer noch relativ gut voneinander abgrenzen durch ihren morphologischen Unterschied. Ja, gleich Schluss mit Theorie. Und wir kommen zu den eigentlichen Pflanzen mit Bildern aus dem Standort. Beginnen möchte ich aber trotzdem noch mit einer kleinen Übersicht und Informationen zu den vorherrschenden Blütenfarben, jetzt hier von Echinacea Dacia Acanthus. Wir erinnern uns, am Typstandort blüht Dacia Acanthus gelb. Auch in der Erstbeschreibung wurde die Blütenfarbe letztendlich mit gelb beschrieben. Im Pecos County oder in dem Bereich, in dem wir unsere Untersuchungen gemacht haben, sind gerade mal 3% der Pflanzen auch wirklich mit einer gelben Blütenfarbe zu finden. Mit rund 21% überwiegen rosane Farbtöne, gefolgt von 16% dunkelrosanen Blüten und danach orange mit rund 12%. Und rosa-orange Mischblüten lassen sich ja in der großen Vielfalt an Variationen finden. Etwa 1% der Pflanzen blühen auch weiß. Das ist wirklich eine typische Art und Weise, wie Echinacea Dacia Acanthus wächst. Eine flachere Zone, bewachsen mit Büschen und oft auch mit dichten Ansammlungen von Dacia Acanthus. Einer schöner als der andere. Wenn gleich auf dem Ausschnitt jetzt die Anzahl der verschiedenen Blütenfarben sich noch in Grenzen hält. Aber es zeigt einfach, wie die Pflanzen wachsen. Schauen wir uns die Blütenfarben etwas genauer an und beginnen mit einer leicht gefüllten Blüte mit markanten dunkelrosanen Farbstreifen auf den Blütenblättern. Eine wunderschöne Form. Weiße Blüten sind immer etwas Besonderes, auch bei Echinocereen. Hier mit gelbgründigem Schlund. Ganz vereinzelt finden sich aber auch rein weiße Blüten. Im Alter, das sieht man hier sehr deutlich, legen sich die Pflanzen durchaus auch nieder. Also der Pflanzenkörper, den sieht man noch rechts am Boden liegen. Trotz dem Alter ist aber der Blütenreichtum weiterhin üppig. Also da kann man nicht erkennen, dass die Pflanze im Alter weniger Blüten zeigt, als es eine Jungpflanze dann letztendlich tut. Hier ein ziemlich kräftiges Rot von einer frisch aufgegangenen Blüte. Die Farben können sich im Laufe der Folgejahre aber durchaus auch verändern. Also sprich in den Nuancen variieren. Auch die Blüten an sich wachsen sich in der Größe noch etwas aus. Im Laufe der Blühphase sind zu Beginn also etwas kleiner und gegen Ende der Blütenphase durchaus etwas größer. Wir hatten zu Beginn auf einem Übersichtsbild schon einen Hügel mit vielen Echinacea stramineus gesehen. Wie gesagt, eine typische Begleitpflanze an den Standorten von Dacia Acanthus und Leudi. Ein besonderes Highlight für uns war 2019 die Entdeckung einer weißblühenden Pflanze von Echinacea stramineus. In der Literatur wurde davon schon vereinzelt darüber berichtet. Man konnte zumindest was darüber lesen, aber Bilder gab es nicht. Und wenn man das Ganze vor den eigenen Augen so sieht, ist es schon ein Erlebnis, so eine große Pflanze mit so rein weißen Blüten zu sehen. Interessant wäre zu wissen, ob die Pflanze sich auch mit einer Kreuzbestäubung, mit einer normal pinkfarbenen Pflanze in dem Blütenmerkmal weiter vererbt. Vermutlich aber bleibt es eine Laune der Natur, wie es zum Beispiel bei den weißblütigen Echinocereus pentalophus-Formen ist, die in vielen Aussaatversuchen nie eine weitere weißblütige Pflanze als nachkömmlich hervorgebracht hat. Wir konnten auch in der gesamten näheren Umgebung keine weiteren Pflanzen mit weißen Blüten finden. Zurück zu Dacia Acanthus.
Eine der häufigsten Blütenfarben, wie erwähnt, sind wirklich die rosanen Farben, hier in einer relativ reichlichen Anzahl. Auch die typische feinere Bedonnung von Dacia Cantus hier an dem Bild sehr gut sichtbar und ist so für uns so ein typischer Vertreter der Dacia Canton im Pecos County. Hier sieht man eine ähnliche Farbe wie im vorherigen Bild, jedoch jetzt mit einer helleren Zone im Blütenschlund. Fast wie bei Echinaceus pectinatus und einem gelblich-grünlichen Schlund. Auch das Exemplar ist ein relativ reicher Blüher. Ja, der Schlund muss nicht immer grün oder grünlich sein. Hier eine besonders schöne Farbkombination mit rosanen Streifen bis in den Schlund und letztendlich nur einem grünen Blütenboden. Jungpflanzen stehen häufig in oder unter den struppigen Sträuchern, um einen gewissen Schutz vor der Sonneneinstrahlung zu erhalten. Später stirbt oft der Strauch ab oder verschwindet im Laufe der Zeit und die Pflanze steht dann erwachsenfrei in voller Sonne. Dem Jugendstadium, sprich auch dem Keimen, tut es sicherlich gut, wenn man einen gewissen Schattenanteil hat, um einfach die Jungpflanze vor dem Austrocknen dann zu schützen. Auch hier die Nähe zum umgebenden Busch schön zu sehen. Drei Pflanzen letztendlich in Blüte mit drei unterschiedlichen Blütenfarben. Richtig eine schöne Kombination. Ein häufiger Vertreter im Pecos County ist auch Echinocactus texensis oder Horse Crippler Cactus, wie ihn die einheimischen Ranger nennen. Die Herkunft dieser Bezeichnung kommt von der Gefahr, dass das Pferd mit den starken und abgeflachten Dornen, die die Pflanze aufweist, leicht verletzen kann. Alles in allem ist Echinocactus texensis aber meistens relativ weit im Boden eingezogen und somit ja, ohne Blüte, trotz seiner Größe, die ja, 30-40 cm sein kann, relativ schwer zu entdecken. Die Blüte selbst, wie wir hier sehen, besticht durch die federartigen Blütenblätter. Leider ist die Pracht in der Natur nur von kurzer Dauer. Mehr als 2 bis 3 Tage blüht Echinocactus texensis bei der Hitze im April oder Mai nicht. Die Früchte sind übrigens auffallend rot und lassen letztendlich auch die Pflanzen leicht auffinden, wenn das Fruchtstadium entsprechend vorhanden ist. Kommen wir wieder zu Echinaceus dacia cantus. Hier eine hellrosane Blüte mit leicht ja, orangen Mittelstreifen. Das ist auch eine etwas seltenere Blütenfarbenkombination. Kräftiges Rot. Man kann deutlich erkennen, dass die linke Blüte schon etwas länger geöffnet ist und in der Größe sich auch noch verändert hat, also etwas größer ist. Die intensive Farbe ist aber, ja, sagen wir mal, kaum verblichen. Wenn wir schon dabei sind, gleich noch eine Jungpflanze mit kräftigem Rot, makellos auch der Pflanzenkörper mit einer wunderschönen hellen Bedonnung. Dieses Weiß, das man jetzt an der Pflanze sieht, war so ziemlich das Reinste, das wir ja, auf den vielen Reisen fanden. So etwas fotografiert man natürlich aus allen Richtungen ausgiebig und man kann sich vorstellen, wie lustig das aussehen mag, wenn man zu dritt im Gelände um eine Pflanze springt, um alles zu dokumentieren. Ich möchte nicht wissen, wie mancher Vorbeifahrender in seinen Gedanken uns etwas verwundert, ja, bemitleidet hat. Noch ein weißblütiges Exemplar jetzt, hier aber mit sehr breiten Blütenblättern, die dann auch noch spitz zulaufen und die Blüte zeigt hier dann noch so einen gelb-grünlichen Schlund. Coryphantha echinus, Vordergrund und auf der linken Seite, hier mit einem blühenden Echinocereus dacia cantus rechts. Coryphantha echinus ist häufig als Begleitflora von Dacia cantus und Leute zu finden und besticht durch ihr weißes Dornenkleid und natürlich auch durch die leuchtend gelben Blüten.
nochmal so ein alter Haudegen. Die Blüten zeigen an der Pflanze so ein typisches Fallspiel, das man von Pectinatus kennt. Also auch da ist die Varianz grenzenlos. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die einzelnen Pflanzen, die dann auch nebeneinander stehen, von den Farben her abweichen können. Im Gegensatz dazu jetzt ein richtig schreiendes Pink an einer hellbedornten Pflanze wiederum. Die Pflanze von der Natur her so ein typischer Vertreter, wie ich es eben schon mal erwähnt habe. Also hellbedornt, feine Bedornung, viele Rippen. Die Farbe der Blüte erinnert jetzt schon fast an Echinocereus bunkeri von seiner Farbintensität und ist sicherlich auch ein Ausreißer, den man nicht allzu häufig findet. Ja, Echinocactus horizontalonius, auch ein häufiger Begleiter der Echinocereen-Standorte in Texas. Hervorstechend sind die leuchtenden, dunkelrosanen Blüten. Die Bedornung variiert auch hier ziemlich von einer offenen bis zu einer ziemlich geschlossenen Bedornung, je nach Standort und nach Lage. Hier nochmal drei Pflanzen von Echinocactus horizontalonius in Reihe und Glied extra für das Foto aufgestellt. Für Echinocactus horizontalonius gibt es viele Common Names, also Trivialnamen, Devil's Head, Turk's Head, Cactus, Blue Barrel Cactus oder auch Eagle's Claw. Letztendlich Bezeichnungen für die gleiche Pflanze, also Echinocactus horizontalonius. Wieder zurück zu Dacia acanthus. Wenn wir solche Farben in unseren Aufzeichnungen beschreiben, gibt es immer viel Diskussionen. Der eine sieht mehr rosarot, also rosa als dominierend, der andere eher einen höheren Rotanteil und der dritte findet vielleicht gar keinen Namen dafür. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass immer nur einer die Farbnuancen beschreibt, die Farbvariationen beschreibt, damit zumindest eine gewisse Konstanz in der Beschreibung über die einzelnen Jahre dann auch vorliegt. Und das ist inzwischen die Aufgabe von der Martina geworden. Ja, ein kleines Wagenrad. Die Blüte hatte einen Durchmesser von ca. 15 cm. War sicherlich gegen Ende ihrer Blütenphase schon etwas ausgewachsen und geschätzt noch etwa 1 bis 2 Tage und die Pracht wäre dann auch vorbei gewesen. Rosa, Rot, Orange. Wieder so eine Blüte, die nicht wirklich einfach in Worte zu fassen ist, aber ein wirkliches Feuerwerk in einer Landschaft, die ansonsten eher so bräunlich-grau geprägt ist. Zumindest in der Phase, in der die Dacia acanthus Blüten auftauchen. Bruder und Schwester nebeneinander, unterschiedlich in den Blütenfarben, auch in den Bedornungen. Links eher einheitliche Bedornung und rechts mit sichtbaren farblich unterschiedlichen Wachstumsringen. Die Blütenfarben variieren in den bekannten Farbtönen. Ja, noch eine Begleitflora, Fouquenia splendens oder auch Ocotillo genannt. Hier die Blüte davon ist ein typischer Begleiter auf Kakteentouren in Mexiko oder Amerika. Die meiste Zeit eigentlich ohne Blätter und Blüten zu finden und nur nach ausreichendem Niederschlag zeigen sich erst dann die Blätter, die wir hier jetzt am unteren Teil noch sehen. Und danach die wunderschönen roten Blüten an den Spitzen der einzelnen Triebe. Wieder zurück zu Dacia acanthus. Es folgen jetzt mal 4 Aufnahmen einfach in Reihe, um nochmal die intensiven Blütenfarben letztendlich zu sehen. Hier in der ersten Aufnahme rot-orange. Dann schon rosa-rot, rot-rosa, je nach Blickwinkel. Dann wieder eine einheitlich hellere, rosane Farbvariante. Und schließlich wieder eine dunkelrosa, pink oder wie immer man das bezeichnen will, Blütenfarbe mit sehr vielen Blüten an einer Pflanze mit mehreren Trieben. Auch die Tierwelt sollte nicht zu kurz kommen in dem Vortrag.
Hier sieht man jetzt im Western Banded Gecko oder auch Texas Banded Gecko genannt, Coleonius variegatus. Das ist ein relativ kleines Exemplar von nur ein paar Zentimetern Länge. Und der Kollege hier hat sicherlich seinen Schwanz bei einem Kampf irgendwann verloren. Das tut dem Gecko aber sicherlich keinen Abbruch. Wunderschön gemustert ist hier und in der Landschaft auch relativ schwer zu entdecken. Wenn wir schon bei den Echsen sind, hier noch ein junges Exemplar von einem Roundtail Horned Lizard Prunosoma modestum. Horned Lizards sind relativ häufig in verschiedenen Varianten unterwegs in der Region und sind eigentlich alle auf Ameisen spezialisiert, in der Regel aber sehr, sehr gut getarnt und daher auch nicht leicht zu finden. Ebenfalls häufiger vertreten sind dagegen die farbenfrohen Collared Lizards, also ein Halsband-Leguan, Crotaphyllus collaris. Der Kollege hier sonnt sich oft in dem schönen Stein und wärmt sich sicherlich von der kalten Nacht dann entsprechend auf, um dann auf Tour zu gehen. Da der Acanthus die Blütezeiten bei den Pflanzen ist, wie eingangs gesehen, durchaus etwas länger gezogen. Man kann das sehr schön an der Pflanze hier sehen, die sowohl eine geöffnete Blüte links hat, die sicherlich auch bald verblüht, und trotzdem aber noch eine Knospe hat, die noch nicht mal aufgegangen ist. Also man sieht schon, dass die Blütenphase nicht, wie eigentlich in den Gewächshäusern häufiger zu beobachten, relativ kompakt ist. In der Natur zieht sich das durchaus über mehrere Wochen in die Länge. Auch hier sieht man es relativ deutlich an den beiden Pflanzen nebeneinander. Die linke Pflanze mit der schon relativ weit geöffneten Blüte, die einige Tage schon offen ist. Auf der rechten Pflanze sieht man immer noch kleine und mittlere, aber auch größere Knospen. Und die Pflanze braucht sicherlich nur etwa 2 Wochen, bis dann alle Blüten auf sind. Ja, jetzt wird es gefährlich und giftig. Klapperschlangen findet man überall in Texas, ob man sie nun sehen will oder nicht. Ich persönlich möchte immer gern ein Foto machen, was im kompletten Widerspruch zu Martina steht, die lieber sofort flüchten möchte. Natürlich sind die Tiere auch gefährlich, aber auch in gewisser Weise dann auch faszinierend. Hier sieht man eine kleine junge Texas Rattlesnake, Crotalus atrox. Man sieht sehr schön, dass die Rassel sich schon leicht gehoben hat bei meiner Annäherung. Und wenn ich dann noch hier ein bisschen näher hingegangen wäre, wäre sicherlich auch der Alarm in Form des Rasselns dann auch losgegangen. Wenn man einen Texas Ranger nach einer Schlange fragt, denkt er in der Regel immer nach Klapperschlangen und die sind nicht gerade willkommen. Das Exemplar, das man hier sieht, ist keine Klapperschlange und auch eigentlich eine beliebte Schlange bei den Rangers. Im Regelfall sagt man eigentlich, that's a good snake, also eine liebe, gute Schlange, die Gopher Snake, die sich von den Klapperschlangen durchaus optisch verwechseln lässt. Natürlich fehlt der Schlange hier die Rassel und vor allem das Beste an der Gopher Snake ist, dass sie ungiftig ist. Und zur Freude der Ranger vertickt die Gopher Snake auch Klapperschlangen. Ja, jetzt kämen wir wieder zurück zu Echinocereus dasiacanthus und es folgen ein paar Bilder wiederum, die Varianz in den Blütenfarben von dasiacanthus noch einmal gut verdeutlichen sollen. Rosa auf der linken Seite, rosarot auf der rechten Seite, rosarot-orange. Orange-rosa-Farbtöne, auch hier nochmal schön zu sehen. Geöffnete Blüten und noch Knospe an der Pflanze. Nochmal eine gelbe Variante, die wie gesagt hier im Pecos County etwas seltenerer ist. Und auf der rechten Pflanze eine dunkelrosa Blüte an der Nachbarpflanze.
ja, reiche Blüher. Hier eine mit durchgehend einheitlich rosafarbenen Blüten. Sind das hier Cantus in jedem Fall. Auch hier sieht man das relativ schön mit dem orangen Feuerwerk an Blüten. Wirklich ein Hingucker und immer wieder faszinierend. Ja, kommen wir nochmal zur Fauna. Was man hier sieht, ist kein Wildschwein, wie wir es in Mitteleuropa kennen. Das auf dem Bild ist ein Javeliner, Tayasu Tayaku. Und das Javeliner gehört zu den Pekaris. Sie leben in kleinen Gruppen, ähnlich der Wildschweine natürlich, und ziehen durch die Landschaft. Die einzigen Feinde, die die Javelinas haben, sind natürlich neben den Autos auch die bewaffneten Rangers. Es sind Pumas unterwegs, Kojoten und auch Luchse. An die Kollegen sollte man sich auch nicht allzu nahe nähern, da die Tiere eigentlich durchaus auch angriffslustig sind und insbesondere dann natürlich, wenn Jungtiere dabei sind, also wenn gerade Jungtiere in der kleinen Gruppe mitleben. Hier noch eine wunderschöne Dasia-Cantus-Pflanze mit gelb-orangen Farbtönen. Vielleicht noch etwas zu den Populationen von Dasia-Cantus selbst. Also wir fanden die Pflanzen nur in Höhen von 750 bis 850 Metern, also nicht auf den Plateaus. Bei einer gemessenen pH-Wert der Erde von 7 bis 7,5. Sie gedeihen also eher in flacheren Zonen und leicht ansteigenden Hängen. Je nach Region konnten wir Populationen mit deutlichem Sprossverhalten sowie auch Gebiete mit ausschließlich solitär wachsenden Pflanzen finden. Auch die Bedonnung variiert von helleren Farben bis hin zu rötlichen Donnen, mit und ohne gebänderte Zungen an den zylindrischen Farbkörpern. Also alles ist letztendlich möglich, wie man hier auf dem Bild auch nochmal sieht. Links die etwas rötliche Bedonnung im Einschlag der Farbe und hinten dann schon eher wieder die hellgraue oder weißliche Bedonnung. Ja, die Blütenkelche reichen normalerweise bis zu 12 cm, in Ausnahmefällen natürlich auch größer mal. Die Länge der Blüten rund 10 cm. Ja, eine Box Turtle oder zu Deutsch eine Dosenschildkröte. Diese Schildkröten lieben trockene Regionen, die offen sind. Prärien und offene Buschlandschaften sind ideal für die kleine Schildkröte. Aktiv sind sie in der Regel nach Regen. Die hier auf dem Bild hätten wir fast auf dem Feldweg oder auf so einem Zufahrtweg dann überfahren. Verängstigt hat sie sich dann in ihren Panzer zurückgezogen. Wir haben dann das Weite gesucht und letztendlich die Schildkröte dann in Ruhe gelassen, damit sie auch weiterhin ihren Weg ziehen kann, ohne von uns gestört zu werden. Nochmal zu Dasia cantus. Hier eine sehr schöne Blütenform mit schmalen Blütenblättern, mit herrlich leuchtenden orangenen Farbtönen. Auch hier sieht man schön, die obere Blüte ist schon etwas länger geöffnet und damit in den Farben etwas blasser. Bestäubt, wenn wir schon gerade in die Blüte gucken, wird Echinocereus Dasia cantus übrigens überwiegend von Bienen. Ja, guckt mal in die Blüten und schaut, wie sie innen ausschauen, kann man natürlich Bienen finden, manchmal aber auch andere kleine Tiere, überwiegend zwar Käfer und Grabbeltiere. Was man hier sieht, ist eine Spinne, das ist schon etwas seltener. Das müsste eine kleine Jumping Spider, also eine Springspinne sein. Den exakten Namen von der Spinne konnten wir leider noch nicht rausfinden, aber das war so eher die selteneren Besuchern in der Dasia cantus Blüte, die wir gefunden hatten. Ja, in Gegenden mit Bäumen findet man ja auch Vögel natürlich, klar, hier ein Woodpecker, also eine kleine Spechtart, und wie unsere heimischen Arten bauen auch die in den Bäumen ihren Nestern, also nutzen Baumhöhen. Wenn keine Bäume da sind, und das ist in der Region ja durchaus häufiger, nutzen sie auch gerne mal Holzpfähle, zum Beispiel von Strom oder von
Telekommunikationsleitungen. Eine tennisballgroße Jungpflanze mit einer relativ großen Blüte und auch hier mit einer wundervollen Farbkombination. Durchgehendes und reines Dunkelrosa und an einer relativ struppig bedornten und dicht bedornten Pflanze auch eher seltener. Im Gegensatz dazu jetzt hier wieder eine fein, aber auch dicht bedornte Pflanze und in dem Fall wieder mit einer Orangenblüte. Auch Schmetterlinge findet man immer wieder. Hier auf dem Bild ein Variegated Fritterli. Das sind Vertreter der Edelfalter. Der hübsch gezeichnete Falter bevorzugt unter anderem in der Region das Milkweed, also Asklepias, verschiedene Asternarten oder natürlich auch Disteln. Auch hier nochmal ein paar Schmetterlinge, es sind zwei verschiedene Arten. Southern Dogface und Orange Sulfur. Alle saugen gerade Mineralien aus einer austrocknenden Pfütze. Beide sind Vertreter der Weißlinge und haben letztendlich bevorzugt trockene und offene Gegenden als Heimat und brauchen aber natürlich ja immer wieder Feuchtigkeit und halten sich deswegen auch in der Nähe von kleinen Canyons und Creeks auf, wo sich wie hier dann entsprechend auch mal Wasser sammeln kann. Zum Abschluss von Echinocereus dasicanthus nochmal ein Blick in die Blütenkelche. Hier vier Blüten in rosarot mit einem leicht orangenen Schlund. Ja, und hier noch eine reich blühende orange Farbkombination in einer größeren Gruppe. Kommen wir nun zu Echinocereus lloydi. Zu Beginn möchte ich auch hier etwas auf das Farbspiel eingehen. Im Vergleich zu dasicanthus ist die Varianz deutlich geringer. Als Schwerpunkt mit rund 50%, wie man hier auf der Grafik auch schön sehen kann, findet man Blüten in Orange, also die typische Farbe oder die Hauptfarbe eigentlich von Echinocereus lloydi, gefolgt von roten Blüten mit rund 18% Anteil und danach Ausreißer in relativ kleiner Anzahl in einer ähnlichen Varianz wie bei Echinocereus dasicanthus. Wirft man einen Blick auf die typische Geländeform für das Vorkommen von lloydi und hat das Glück, dass man zur Hauptblüte dort sein kann, ist es schon beeindruckend, wenn man die karge Landschaft mit seinen stacheligen Gesellen so an Farbenpracht sieht. Die Dichte an Pflanzen ist natürlich nicht in allen Zonen so ausgeprägt wie auf diesem Ausschnitt jetzt hier. Trotzdem findet man häufig größere Ansammlungen und danach wieder längere Zeit keine einzige Pflanze. Wie bei der Farbverteilung schon erwähnt, ist Orange die häufigste vorkommende Farbe. Die Pflanze mit ihren 8 Blüten hier ist ein Vertreter davon, wenngleich die Orange durch die orange Farbe durch die relativ weit geöffneten Blüten schon etwas heller geworden ist und nicht ganz so typisch ist wie das dunkle Orange, das man später noch auf einigen Bildern sehen wird. Ähnlich wie bei den dasicanthen finden sich auch hier viele Pflanzen in der Nähe von Büschen oder auch direkt darin. Geschützt vor der vollen Sonne wachsen sie dort auch etwas mastiger, das sieht man hier an dem Exemplar sehr, sehr schön. Und die Pflanzen erreichen dann eine Höhe von bis zu 40 cm. Echinocereus stramineus, wie erwähnt, ein häufiger Begleiter. Grundsätzlich gibt es von Echinocereus stramineus zwei verschiedene Wuchsformen. Hier zu sehen ist eher so die haufenbildende Variante, kompakt und stark bedornt. Als Merkmal. Daneben gibt es aber auch eher vom Boden her verzweigende Formen, die mit längeren Trieben dann entsprechend größere Gruppen von bis zu einem Meter bilden. Ja, wenn man Glück hat, sieht man so einen Farbtupfer dann schon von Weitem. Die pinke Blütenpracht auch hier von einem Echinocereus stramineus und geben von trockenem hohem Gras und
dem restlichen verbleibenden Grün an dem entsprechenden Busch. Hier wirklich ein Prachtexemplar mit knapp 30 geöffneten Blüten von Echinacea sloydi. Diese extreme Häufung an gleichzeitig geöffneten Blüten sieht man nicht jedes Jahr. Auch hier kommt es anscheinend auf die klimatischen Bedingungen an, die regional sehr unterschiedlich sein können. Ein paar hundert Meter weiter kann es oft ganz anders aussehen und man sieht nur vereinzelt Blüten und Pflanzen dann entsprechend in komplett anderen Zuständen, trocken vielleicht oder mit komplett fehlender Blüte dieses Jahr. Im Trockengras stehen, sieht man die Blüten oft relativ spät oder relativ schlecht. In der Regel nutzen wir die Möglichkeit und gehen von einem definierten Punkt, also so eine Art Ausgangspunkt, das Areal sternförmig ab und versuchen dann entsprechend dort alle vorkommenden Exemplare zu kartieren und entsprechend zu dokumentieren. Hier ein ziemlich freistehendes Exemplar. Man sieht auch den steinigen Hintergrund. Es war einer leichten Hanglage, die durchaus natürlich dann auch die volle Sonne abkriegen. Das sieht man dem Pflanzenkörper auch deutlich an. Auch hier die meistvertretende Farbnuance Orange. Auch mehrreihige Blüten sind vereinzelt zu beobachten. Kräftiges Orange-Rot und oder kontrastreicher hellgrüner Schlund. Hier ein Areocarpus fissuratus, etwas seltener Begleiter im Pecos County. Wenn man auf der Suche nach den Pflanzen ist, muss man oft länger nach dem ersten Exemplar Ausschau halten und suchen. Danach ist es relativ leicht, wenn man eine mal hat, im Umfeld viele weitere Pflanzen zu entdecken. Also sie stehen durchaus in dichteren Populationen. Und es muss sicherlich eine Pracht sein, diese Kakteen im Herbst dann in Blüte zu sehen. Wir sind ja eher im Frühjahr unterwegs, um bei den Echinacea die Blüten zu sehen. Aber allein das wäre eigentlich schon eine Reise im Herbst. Sicherlich nach Texas dann auch wert. Hier wieder Echinacea sloydi mit sehr dunkler Bedonnung und schon fast abstehenden Mitteldonnen. Die Pflanze wirkt eher zum Elternteil Coccineus hingezogen. Auch deutlich sichtbar sind die dickeren und fleischigeren, festen Blütenblätter, die wir typischerweise beim Echinacea coccineus dann auch findet. Ähnlich bedonnte Form, auch hier, jetzt jedoch mit dunkleren, fast roten Blüten. Schön auch, wenn man im Frühjahr nach dem Regen an die Standorte kommen kann und die dort heimischen Wildblumen blühend als Begleitflora vorfindet. Man sieht hier vermutlich so kleine Asternarten daneben stehen. Das kann schon zu richtigen Farbteppichen dann auch führen, wo man abwechselnd die Wildblumen und die Kakteen letztendlich in voller Blüte findet. Es gibt durchaus, wie vorhin schon erwähnt, sehr, sehr blühwillige Leute. Auch hier nochmal so ein Exemplar. Manche Exemplare konnten wir wirklich mehrere Jahre hintereinander wirklich mit vielen Blütenbeobachtungen beobachten. Grundsätzlich lässt sich auch feststellen, dass die Anzahl der Triebe bei Leute im Gegensatz zu Dacia canthus höher ist, wenn eine Pflanze zur Gruppenbildung neigt. Das macht ja nicht jede Pflanze, sowohl bei Dacia canthus als auch bei Leute gibt es eher solitär wachsende Pflanzen auch. Noch so ein kleines Blütenwunder in der Seitenansicht mit einem extrem kräftigen Haupttrieb. Auch hier kommt sicherlich die Coccineus-Wuchsform etwas deutlicher zur Geltung. Begleitflora nochmal, Coryphantha vivipara. Ein häufiger Vertreter wirklich an den Standorten von Echinacea dacia canthus und Leudi. Die Pflanzen bestechen durch ihre Leuchtkraft in den Blüten, wie man hier sieht. Die Pflanze hier war etwas so groß wie ein Tennisball, also relativ klein.
wieder eine relativ freistehende Gruppe von Echinocereus leuti. Auch hier ist schön zu sehen, dass die Blütenphase langgezogen sein kann und die Blütenkelche nacheinander aufgehen. An der rechten unteren Blüte schön zu sehen ist, dass dieser Leute Staub ausgebildet hat, was nicht immer die Regel bei diesen Pflanzen ist. Ebenso spektakulär dieses Exemplar. Solche Gruppen sind trotz der leuchtenden Blüten in der Nähe von Büschen. Es war hier leicht unter dem Busch. Manchmal erst wenige Meter davor zu erkennen. Faktisch bekommt man nur einen Gesamtblick, wenn man wirklich um jeden Busch auch wirklich einmal herumläuft und nach Pflanzen Ausschau hält. Eine Opuntia-Blüte, in schönem Gelb, mit Orangenstreifen. Die einzelnen Arten auseinanderzuhalten ist nicht wirklich unser Spezialgebiet. Trotzdem kann man sich immer wieder erfreuen, solche Blüten zu sehen, ob nun hier in Gelb oder wie hier in Dunkelrosa an einer Zylindropuntia. Schön sind die Blüten und die Pflanzen allemal. Das war eine wirklich besonders schöne Pflanze für uns. Nicht nur wegen der etwas seltener vorkommenden hellrosanen Blütenfarbe, sondern auch die reine Pflanzengröße von ca. 50 cm im Durchmesser und die Anzahl der Blüten machten sie für uns zum Eyecatcher. Neben der Fotografie versuchen wir ja auch immer noch bewegte Bilder in Form von Videos zu machen. Bewaffnet sind wir dann mit einem Kameraslider oder einem Gimbal und laufen so die Pflanze quasi von allen Seiten ab, benötigen dann aber auch oft bis zu 30 oder 45 Minuten, um wirklich alles im Kasten zu haben. Also auch ein gewisser Aufwand im Feld, um das so schön zu dokumentieren, gehört dazu. Hier ein Blick in die Blüten, extrem schön, gleichmäßiger Farbverlauf von den Hauptfarben Rosa und Orange. Wunderschön. Orange ist zwar nicht selten, wie jetzt eingangs erwähnt, trotzdem haben wir so eine hellere Nuance eines Orangenfarbtums bisher nur wenige Male beobachten können. Hier sieht man eine ähnliche Blütenfarbe, wenngleich etwas heller und mit rosanen Hüllblättern versehen. Hier ist übrigens auch nochmal schön zu sehen, der grüne Schlund der einzelnen Blüten und natürlich auch die Tatsache, dass die Blütenphase, wie hier von sich öffnenden Blüten bis hin zur Knospe letztendlich in allen Stadien noch befindet. Ich hatte vorhin erzählt, dass man um die Büsche laufen sollte, um alles zu sehen. Richtig wäre vielleicht, wenn man sagt, in die Büsche sehen, also nicht nur drumherum laufen. Solche Anhäufungen wie hier mit drei Gruppen bildenden Pflanzen von Leuti sind durchaus häufiger wirklich mitten in den Büschen und Dornenbüschen dann auch zu finden. Auch hier ähnlich zwei große Gruppen nebeneinander, auch in der Nähe von Büschen, in einer wirklich tollen Farbkombination. Noch eine Begleitflora, Senecio flaccidus. Blüte ist ein Vertreter von vielen Asternarten, eine von vielen Asternarten in der Region. Oder ebenso häufig anzutreffen sind auch Nachtkatzengewächse, hier der Gattung Oenothera. Und das ist eine kleine Pflanze mit einer gelben Blüte. Einen Hornlizard hatten wir schon. Das ist jetzt ein Texas Hornlizard, Bonosoma cornutum. In ihrem natürlichen Lebensraum vergraben sich die Tiere bei Regen oder kühlen Temperaturen üblicherweise in den Sand. Scheint die Sonne, kommt zuerst der Kopf der Krötenechsen zum Vorschein. Der restliche Körper bleibt mit Sand bedeckt, bis die Tiere ihre Vorzugstemperatur erreicht haben. Zur Verteidigung gegenüber Angreifern
stehen der Kettenechse mehrere Mittel zur Verfügung. Die Farbgebung ist Camouflage an sich schon genug, um entsprechend wie die Umgebung in den Farben des Habitats zu erscheinen. Beim Angriff ist die erste Reaktion in der Regel die Schreckstarre. Ist der Angreifer aber bereits zu nah, legt sie durchaus kurze Sprints zurück, auf die dann abrupte Starrepausen folgen, um sich als visuelles Ziel dem Angreifer zu entziehen. Schlägt das alles fehl, bläst sich die Echse ähnlich wie ein Kugelfisch auf. Das Tier wirkt dann deutlich größer und ist ja als Nahrung möglicherweise dann auch uninteressant für den Angreifer. Zurück zu Loidi. Alle wesentlichen Stadien der Entwicklung einer Blüte an der Pflanze zu erkennen. Von links nach rechts die ganz geschlossene Knospe, danach eine sich zu öffnen beginnende Knospe und am rechten Trieb dann eine gerade aufgehende Blüte im dunkleren Orange und eine bereits länger geöffnete Blüte, die in den Farben schon etwas verblasst. Auch die Größe hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob wenige oder viele Blüten zu erwarten sind. Kleinere Pflanzen wie hier sind durchaus in der Lage, viele Blüten hervorzubringen. Wieder eines der etwas seltenen hellrosanen Blüten. Deutlich sichtbar offene Bedannung. Jetzt typischerweise natürlich für Loidi und auch hier wieder unter einem Busch stehend. Kommen wir noch einmal kurz zu den Schlangen. Hier noch eine Texas Rattlesnake, Cotalus atrox. Man kann hier schön sehen, wie gut sich das Reptil in die Umgebung einbettet und auf den ersten Blick oft gar nicht erkannt wird. Ich möchte auch nicht wissen, wie oft wir an Schlangen vorbeigelaufen sind, ohne dass wir sie entdeckt haben oder die Schlange uns entdeckt hat. Ein ungiftiger Kamerad in der Gegend ist der Red Racer. Das ist eine gewöhnliche Kutschenpeitschennatter, Mastikophis flagellum, die jetzt hier gerade ein Halsbandleguan als Beute hat. Der entscheidende Vorteil einer Schlange beim Fressen letztendlich zu begegnen, ist die Tatsache, dass er in der Regel nicht flieht. Diese Natter hier wollte ihr ergattertes Futtertier natürlich unter keinen Umständen loslassen, um wie sonst üblich davon zu flitzen, deswegen auch der Name Red Racer. Nach ein paar Fotos, die wir gemacht haben, haben wir uns dann wieder von ihr entfernt, um ihr dann auch die Möglichkeit zu geben, in Ruhe die Beute zu verschlingen. Wie schon erwähnt, sind gelbe Blüten bei Loidi relativ selten. Solche Farben verblassen unter Umständen ähnlich wie bei Echinacea canthus etwas im Laufe der Blütenzeit. Kann durchaus vorkommen, dass das dann in ja, fast weißliche Töne letztendlich laufen kann. Blick von oben auf eine Pflanze, typisch wieder die kräftigen und knackigen Blütenblätter und natürlich auch das orange Farbspiel. Im Vergleich dazu der Blick vom Boden, letztendlich in der Seitenansicht. Ja, nochmal Begleitfauna. Man sieht hier auf dem Bild jetzt gerade eine Raubfliege auf einem kleinen Ast sitzen. Raubfliegen gibt es bei uns auch in Europa, in Deutschland. Und Raubfliegen gehören zu der Familie der Zweiflügler. Sind wie gesagt weltweit vertreten. Insgesamt gibt es über 7000 verschiedene Arten. Und die ernähren sich überwiegend von anderen Insekten. So ein Exemplar hier hat durchaus eine Länge von 3 bis 4 cm. Jetzt folgen noch ein paar Bilder, um einfach nochmal das Farbspiel von Echinacea loidi zu verdeutlichen. Man sieht hier jetzt ein Exemplar mit den typischen Orangenblüten an einer anderen Pflanze, dann etwas mit hellerem Schlund versehen. Dann schon das, was man fast als Lachsfarben bezeichnen kann. Übrigens ohne Staubbeutel, also das Exemplar hier hat keine Staubbeutel.
hin zu ja, schreienden Rosarot oder wie immer man die Farbe bezeichnen soll. Jetzt wird es wieder gefährlich, wenn auch nicht auf Klapperschlangenart, sondern auf ja, eine etwas andere Art. Man sieht hier das einzige Stinktier, das wir auch auf unseren Reisen wirklich live gesehen haben. Naja, gesehen ist zwar schon richtig, aber eigentlich entdeckt haben wir es durch den Geruch und, ja, und durch das laute Schmatzen, also ein Geruch von Verwesung in Verbindung mit dem Schmatzen, hat uns aufmerksam gemacht auf das Stinktier. Und ich sag mal, die optisch putzig aussehenden Tierchen sind Allesfresser und normalerweise auch dämmerungs- oder nachtaktiv. Der Kollege hier war aber am helllichten Tag unterwegs. Näher gingen wir auch nicht wirklich ran. Erzählungen von befreundeten Rangers, die uns letztendlich von dem ja, Analdrüsensekret erzählt hat und auch schon getroffen worden, berichteten wirklich Schreckliches. Ein Rückflug im Passagierflugzeug wäre nach so einem Treffer sicherlich wohl erst nach 2-3 Wochen möglich gewesen. Und das wollten wir auf keinen Fall irgendwo riskieren, dass wir wegen dem Stinktier unseren Heimflug nicht erwischen konnten oder nicht nehmen konnten. Verlassen wir das Stinktier und begeben uns nochmal zu dem Farbspiel von Echinocereus lloydi. Ist das jetzt hellrot, ist es orange oder etwas rot oder sonst eine Kombi? Also es ist wirklich schwierig, das jeweils in Worte zu fassen. Einfacher ist es, diese Pflanze zu beschreiben, rosane Blüte. Und man sieht sehr schön den grünlichen Schlund auch an der Pflanze. Sehen wir uns noch nach 3 orange Varianten an. Hier eine mit einer gelben Zone und einem grünen Schlund. Mit rosafarbenen Einschlägen und dunkleren Mittelstreifen auf den Blütenblättern. Und hier mit einer leicht rosanen Zone in der Mitte und olivfarbenen Grund. Den Variationen ist letztendlich keine Grenze gesetzt. Nochmal ein bisschen was zur Fauna. Man sieht hier einen kleinen und sehr gut getarnten Grashüpfer. Wenn man nicht zufällig mit dem Auge drauf kommt, erkennt man den, ja, der ist ca. 2 bis 3 cm großen Hüpfer. Nicht wirklich, der ist so hervorragend getarnt. War auch für uns ein Zufall und haben wir auch nur einmal gesehen bisher. Ein kleiner Hase im Gelände, einer von vielen, die man da trifft. Auch sie entdeckt man sehr schlecht. Meistens sprinten sie davon, wenn man ihnen zu nahe kommt und bevor man sie sieht. Erschrecken ist da jedes Mal mal inbegriffen. Selten, dass sie so offen sitzen und dann auch ja, für ein Foto dann letztendlich Motiv stehen. Hier wieder ein Lloydi in einem Busch, offen betannt, mit relativ weit geöffneter orange-rosaner Blüte. Schließlich noch eine gelb-orange Form mit hellerem Schlund und die Knospe an dem rechten Trieb ist entweder erfroren oder auch eingetrocknet. Auch das passiert in der Natur, nicht nur in der heimischen Kultur. Nochmal zu den Schmetterlingen. Man sieht hier auf dem Bild eine Queen, also nahe Verwandter des Monarchfalters. Auch er ist ein Vertreter der Edelfalter. Und hier drei Black Swallowtail, Vertreter der Ritterfalter. In Deutschland sind die nächsten Verwandten die bekannten Schwalbenschwänze oder auch die Segelfalter. An dieser, ich sag mal, Wasserstelle, nämlich einer ausgetrockneten Pfütze, konnte man eigentlich viele von ihnen beim Saugen wiederum von Mineralien beobachten. Ja, wir kommen langsam aber sicher zum Ende des Vortrags. Auf dem Bild hier ist eine Detailaufnahme, auf der man relativ gut sehen kann, dass die Bestäuber ihre Arbeit gut gemacht haben und ja, die Narbenlappen deutlich bestäubt wurden, was sicherlich dann
zu ausreichend Früchten und entsprechenden Nachkommen führen wird. Zum Schluss noch zwei rosane Variationen. Hier eine frisch aufgegangene hellrosa Blüte und final dann noch eine mit schönen dunkelrosanen Blüten oder dunkleren rosanen Blüten. Selfies zu machen ist ja heutzutage ziemlich beliebt. Wir möchten dem in nichts nachstehen, wenngleich auch auf eine klassische Art, also ohne Handy. Man sieht hier unsere Truppe am weißblühenden Echinacea stramineus, den wir in dem Vortrag auch schon gesehen hat. Deutlich sind hier die glücklichen drei Gesichter zu erkennen und ja, was will man eigentlich mehr? Auch Sonnenuntergänge sind zum Schluss üblich. In West Texas sind sie oft sehr farbenprächtig. Ist man jedoch am Abend oder dann teilweise in der Nacht noch in der Natur unterwegs, kann es durchaus auch lohnend sein, noch ein wenig länger zu bleiben und auch einen Nachthimmel mit vielen leuchtenden Sternen über dem Pecos County zu erleben.